Und bitte. Hallo, ich bin in Rammstein zur diesjährigen Demo Stopp Rammstein-Kampagne, die über eine Woche geht mit der Abschlussdemo am kommenden Samstag. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute aus Deutschland und im Umfeld von Rammstein hier hinkommen, um diese Kampagne, diese außerordentlich wichtige Kampagne gegen den US-Militärstützpunkt Rammstein zu unterstützen. Es wird ganz, ganz wichtig sein, dass die Aufmerksamkeit wächst, dass dieser Militärstandort von den Amerikanern gebraucht und missbraucht wird, um Kriege in aller Welt zu führen. Es ging um den Irakkrieg, lief über Rammstein, die geplanten Aggressionen gegen Iran, da wird Rammstein eine Rolle spielen. Und von daher ist Rammstein ein Symbol für Krieg der US-Amerikaner in Europa bzw. im Nahen Osten. Und die Deutschen, die Bevölkerung in Deutschland muss endlich anerkennen, dass wir alle Militärstandorte von ausländischen Staaten, insbesondere den USA, stoppen und dass sie abziehen müssen. Wir wollen keinen Krieg über deutschem Boden, keinen Krieg von deutschem Boden. Und morgen, am Donnerstag, werden wir auch eine Veranstaltung der Fraktion haben am Brandenburger Tor mit dem Thema INF-Vertrag, rettet den INF-Vertrag und dem Thema Iran. Auch ganz prominent vertreten mit Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Kommt massenweise.